Was ist die Flugmaschine? Sein Gleichnis für Leben und Tod. Diese Flugmaschine ist durch das Gegengewicht auf der anderen Seite nur 20 Gramm schwer. Im Gegengewicht befindet sich Wasser. Diese Maschine symbolisiert den Tod und kann jetzt im Flug auf der anderen Seite für Leben sorgen, indem sie die Pflanzen gießt. Der Künstler Gerhard Schamburg präsentiert zurzeit seine symbolischen Maschinen in einem Wiener Vorstadtlokal. Sein Projekt Leopard, in dem Wasser eine wesentliche Rolle spielt, hat die Unendlichkeit zum Thema. Ich habe von jeher den Hang, mir Bewusstseinslagen als physikalische Phänomene vorzustellen. Also der Wechsel von einem Gedanken zum anderen entspricht in etwa dem Wechsel von einem Elektron eines Atoms in ein anderes Orbital. Ich habe immer versucht, mir solche Bilder vor Augen zu führen, wenn es auch um mich selber und um meine eigenen Probleme gegangen ist. Und diese mechanischen Dinge, da sie Geschichten erzählen, eignen sich sehr gut dafür, Gleichnisse zu transportieren. Menschliche Fantasie in Verbindung mit der Natur und in Verbindung mit einer Bewegung hat was ungeheuer Faszinierendes. Was Lebendiges und doch was Beruhigendes, also was Unruhiges, scheinbar Unruhiges, aber doch, es strahlt eine ungeheure Ruhe aus und eine Gleichförmigkeit. Also das, was die Musik fürs Ohr ist, ist sowas eigentlich fürs Auge. Meine Maschinen erzeugen nichts, das heißt aber nicht, dass sie sinnlos sind, weil es gibt also in buddhistischen Klöstern seit alters her Gebetsmühlen, die auch die Unendlichkeit abarbeiten, die werden bewegt, um also sozusagen die Welt mit ihren Erscheinungsformen durchzuspielen. Das ist eigentlich ein Trick, die Kindheit sozusagen über Gebühr zu verlängern. Mein Spiel ist das Spiel mit der Mechanik und mit der Physik.